Ja, in England will man uns wieder dramatisch Angst machen, dass Ärzte und Pfleger in England gestorben sind. 27, ja, wenn in Deutschland ungefähr 3000 Menschen im Winter pro Tag sterben in einer ganz normalen, kräftigen Grippesaison, dann sterben sicherlich auch in England so 2000 Menschen pro Tag mindestens. Und dass dabei auch mal 27 ältere Ärzte und Pfleger dabei sind, ist ganz normal und wahrscheinlich überhaupt kein Ausreißer. Wird uns aber so hingestellt, als ob wir jetzt sozusagen hier die Riesenpanik kriegen sollten deswegen. Ja? Ja. Das ist auch deswegen ganz normal, weil die Ärzte glauben ja auch die gewinnbringenden Irrtümer selber und verhalten sich falsch, übertherapieren sich eventuell falsch, gehen also selbst mit Medikamenten fahrlässig um, weil sie ja eben selbst die ganzen gewinnbringenden Irrtümer auch teilweise glauben. Und generell leben Ärzte sowieso extrem ungesund, ja, wegen der gewinnbringenden Irrtümer, die in der Medizin stecken. Zum Beispiel sozusagen, ja, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt, ja. Und ich zeige das auch mal jetzt gleich an einem Bild hier. Wo ist es? Nochmal ganz kurz wieder die Beweisführung. Also der Arzt, der sich irrt, und zum Beispiel, das ist hier der wahrheitsorientierte Arzt, der Früharzt, und der sagt, nein, also ihr dürft auf keinen Fall diese modernen Nahrungsmittel essen, ihr müsst naturbelassen essen und ihr müsst so euer Immunsystem stärken und auf keinen Fall, ja, also sozusagen, müsst ihr euch über diese Mini-Lebewesen, die man, ja, von denen man damals gar nichts wusste und die man dann erst später gesehen hat, aber um die braucht ihr euch gar nicht zu kümmern, weil wenn ihr ein starkes Immunsystem habt, seid ihr stärker als die. Ne? Und der andere Früharzt irrt sich und der sagt, nein, also diese neue künstliche Ernährung, die ist genauso gesund wie die andere, die könnt ihr ruhig essen und außerdem sind so diese Kleinstlebewesen, diese Mikroben total gefährlich und unheimlich stark und so weiter. Und dagegen muss man dann starke Medikamente nehmen, damit da man dagegen eine Chance hat. Und so kommt es dann, ja, und dieser wird natürlich viel mehr verdienen. Der kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel, eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen und in die Welt setzen sozusagen. Und der verdient mehr, aber dadurch wird er auch selber, weil er ja diese gewinnbringenden Irrtümer glaubt und Ärzte nur manchmal die Therapien ihren Kindern oder ihrer Familie nicht geben, die sie anderen verkaufen oder verkaufen müssen, wenn sie Gewinn machen wollen, ja. Aber im Großen und Ganzen ein Teil der gewinnbringenden Irrtümer wird garantiert auch von den Ärzten selber geglaubt und deswegen wenden sie bei sich dann gefährliche, übertherapeutische Medikamente an und töten sich dadurch natürlich auch teilweise selber dann dadurch. Also es ist ja nicht nur so, dass sie Patienten töten, sondern auch sich selber töten. Und deswegen ist es kein Problem, dass es da mal 27 englische Ärzte und Pfleger geben kann, die daran sterben. Ne? Das ist nichts Besonderes. Also, aber hiermit habe ich nochmal gezeigt, die Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall ist also für uns alle lebensgefährlich, weil sie diese gewinnbringenden Irrtümer produziert. Ne? Ja, und dann schauen wir weiter. In Schweden müsste ja ganz generell von allen Ländern die höchsten Zahlen haben, weil sie den geringsten Schock-Lockdown nach Weißrussland haben. Ja? Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, sind ganz viele Länder, die ganz aggressive Shutdowns und Lockdowns gemacht haben, haben wesentlich höhere Todeszahlen pro 100.000 Einwohner, zum Beispiel, ich glaube, Frankreich oder Spanien oder Italien und so weiter. Ja, und viele Länder haben also viel höhere Todeszahlen pro 100.000 als die Schweden, ja. Und von daher ist das alles sozusagen
alles kein Problem. Die Schweden liegen, obwohl sie nach Weißrussland die geringsten Maßnahmen haben, liegen sie sehr gut im Mittelfeld sozusagen. Und das zeigt ja, dass die Maßnahmen dann offensichtlich niemand hätte machen müssen. Ja? Ja, und in Schweden soll es so sein, neueste Meldung, dass sozusagen angeblich 25% der Stockholmer mittlerweile Antikörper gegen das Virus hätten. Und wenn man dazu noch die zählt, die so starke Immunsysteme haben, dass sie das Virus erst gar nicht reinlassen, die also zwar keine Antikörper haben, aber eben trotzdem resistent sind, eben durch die überlegene Stärke ihres Immunsystems, dann kommen wir vielleicht schon auf 50% oder so, oder? Und dann sind wir schon praktisch im Bereich der Richtung der Herdenimmunität erfolgreich erreicht, sozusagen. Also Schweden dürfte durch sein. Und wir müssen uns nochmal klar machen hier statistisch, also dass Schweden mit seinen lächerlich wenigen 3.831 Toten, ja, wenn wir mal vergleichen, die Pest hätte in Schweden 3 Millionen Tote gefordert. Bei Corona sind es 3.831. Und auch wenn wir nicht berücksichtigen, dass die ein Riesenproblem schon vor Corona in den Alten- und Pflegeheimen hatten, und wenn wir da also keine abzählen, auch dann liegt es immer noch, ihre Totenzahlen liegen im Bereich einer kräftigen Grippe, die vielleicht ein bisschen kräftiger ist als 2018 zum Beispiel in Deutschland. Es war mit seinen 25.000, über 25.000 Grippetoten. Und wie gesagt, wenn man nochmal vergleicht die Maßstäbe, dass Schweden bei der Pest jetzt 3 Millionen Tote hätte, sie haben aber bei Corona nur 3.831, dann ist das ein Faktor von 1.000. Also Corona ist 1.000-mal schwächer als die Pest. Also kein Grund für irgendwelche radikalen Maßnahmen, ne, die dann die Wirtschaft ruinieren. Ne? Wir müssen uns klar sein, in Schweden haben an sich pro Tag 400 Wintertote pro Tag und in den letzten 100 Tagen würde das bedeuten, dass sie 40.000 Tote ganz normal haben und wenn davon eben ein Teil 3.831 Corona ist oder die dazu kämen, wäre das alles kein Drama, weil das sind alles geringe Zahlen. Ne? Ja, und dann bei uns in Deutschland ist jetzt die zweite Welle natürlich nicht unmöglich, denn wir haben wahrscheinlich insgesamt eine viel schwächere Herdenimmunität und sozusagen, denn wir haben ja einen harten Lockdown gemacht. Und dadurch gibt es noch viele, die keine Resistenz haben. Natürlich gibt es auch die, die so starke Immunsysteme haben, dass sie von vornherein resistent sind. Dann soll es ja auch noch das geben, dass ältere Coronaviren uns auch teilresistent gemacht haben können. Und dann gibt es eben in Deutschland wahrscheinlich aber relativ wenige, die jetzt also aktive Antikörper haben, verglichen mit Schweden. Also ist bei uns es nochmal möglich, dass wir nochmal Schwierigkeiten kriegen. Dadurch müssen wir dann nochmal unsere Wirtschaft schädigen, sozusagen, wenn wir das glauben. Wir müssen jetzt einfach gnadenlos auf die schwedische Strategie umschwenken und uns um die zweite Welle einfach nicht mehr kümmern, so wie das Weißrussland macht. Und dann sind wir dann auch schnell durch und dann sonst werden wir der große wirtschaftliche Verlierer, mit all den Kollateralschäden, mit all den Toten, die diese wirtschaftliche Schädigung und die Angstschädigung auslösen. Ne? Dann. Es wird über ein Prostituiertenverbot berichtet, ja, und das ist natürlich der ganz klar, in der Marktwirtschaft geht es immer darum, die Sexualität maximal runterzudrücken, weil nur das die maximale Konsumsucht erzeugt. Deswegen schauen wir uns den Teufel Marktwirtschaft nochmal an. Wo ist er? Da ist der Teufel Marktwirtschaft, ja.
Und da müssen wir uns immer klar sein, hier, wenn ein Früharzt und Frühhändler kommt und sagt, ach, ist das toll, wie ihr in euren Kommunen so viel Sexualität lebt und so weiter, wie schön ist das, wunderbar und so weiter, ganz toll. Und ja, und der irrt sich, der andere Früharzt und Frühhändler irrt sich und der sagt, ach, ist das eklig, das ständige Geschmuse und dieser Sex und ihr infiziert euch ja und so weiter mit diesem ständigen Geschlabberer und Gesex und das ist unmoralisch und unkeusch und Prostitution muss verboten werden und so weiter, ja. Und wenn die Leute dann immer weniger Sex haben, immer mehr Angst vor der Sexualität haben und alles nach und nach immer mehr verboten wird, was passiert dann? Die Leute werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, kaufen den krankmachenden Ernährungsschrott, kaufen das krankmachende Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten oder auch Drogen und werden medikamentensüchtig und dann werden sie wieder gute Kunden für diesen Früharzt hier. Er kann zwei Kinder ernähren. Hier, der stirbt aus nach drei Generationen, muss seinen Laden schließen und der hier hat dann hier drei Enkel, zwei Urenkel und kann wieder eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen. Und dann ist Professor Drosten einer von denen, die eben mit diesen gewinnbringenden Irrtümern von oben bis unten voll sind, ne? Also wir müssen die Marktwirtschaft endlich beenden. Es gibt keine andere Wahl, naturwissenschaftlich gesehen. Ja, dann Bundespressekonferenz. Bodo Schiffmann hat seine eigene Bundespressekonferenz gemacht und das ist genau in unserem Sinne. Ja, wir machen im Internetfernsehen eben jetzt eigene Bundespressekonferenzen. Ja, und wir machen sozusagen, wir machen ja hoffentlich am Samstag klappt alles, dass wir am Samstag senden können, die erste Talkshow so nach dem Motto, unsere Maybrit Illner, unseren Talk im Hangar 7, unsere Maischberger, unser Lanz, unser Hart, aber fair, unsere Anne Will machen wir selber. Und genau das machen wir jetzt alle herzlich eingeladen. Da geht es um Demokratie pur, unzensiert. Wir laden quasi als Produzenten dieser Sendungen für die entsprechenden Sender ein, nicht weil wir vorher gecheckt haben, dass sie unserer Meinung sind, wie das in den öffentlich-rechtlichen Talkshows ist, wo nur Leute eingeladen werden, die sowieso der Meinung der Journalisten sind, sondern bei uns werden sie eingeladen, weil sie anderer Meinung sind als wir. Ja? Also bei uns sind sie eingeladen, wenn und weil sie anderer Meinung sind als wir. Ja? Ja. Und dann soll es von der Antifa einen angeblichen brutalen, schwersten Überfall gegeben haben. Und Ende Gelände, da wird berichtet, dass die von einem Verfassungsschutz, einem kleineren Verfassungsschutzorganisation als verfassungsfeindlich eingestuft worden. Das sagen wir schon seit Monaten, liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg, wo seid ihr? Da seid ihr. Liebe Greta, das haben wir euch schon vor Monaten gesagt, dass ihr euch fernhalten müsst von diesen ganzen kriminellen Gruppierungen, Antifa, Ende Gelände, Extinction Rebellion, von diesen ganzen Straftätern, dass die euch alle in die Irre führen und dass wir mit euch, wir, die Next Scientist for Future.de können mit euch zusammen die 900 Milliarden fürs Klima erwirtschaften, den Kohlestopp 2026 schaffen und so weiter. Also hier, das können nur die Next Scientists for Future. Also kooperiert endlich, sonst ist irgendwann alles vorbei und ihr habt am Ende gar nichts erreicht und seid dann die großen Gescheiterten. Ja, also um das nochmal deutlich zu sagen, jetzt zurückzugehend auf Corona wieder, ein Ziel, also es ist quasi so, wir haben im Jahre 2018 über 25.000 Grippetote akzeptiert. Und das zeigt ja auch, dass dann unsere Kapazitäten für diese 25.000 Toten auch ausgereicht haben. Und jetzt hätte man wie Schweden sozusagen eine Art Zielschuss machen müssen, dass man
sozusagen die jeweiligen Einzeltagessterblichkeiten erreicht, die dann am Ende auf diese 25.000 hinführen, ja. Aber sobald man künstlich mehr Maßnahmen macht und diese von den 25.000, also die jeweils runtergebrochen auf die einzelnen Tagessterblichkeiten, also künstlich runterbricht, dann ruiniert man seine Wirtschaft und erzeugt unnötige Schäden, während man, wenn man ganz normal die Wintersterblichkeit wie 2018 zugelassen hätte und das als Zielbild genommen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich alle Kinder in der Schule lassen können, alle Kinder in den Kitas lassen können und so weiter. Also man kann da sagen, und damit hätten wir dann auch im Krankenhaus immer ausreichende Kapazitäten gehabt und so weiter, weil schließlich haben wir es ja auch 2018 geschafft, damit klarzukommen, ohne dass jemand darüber geklagt hat, ja. Und von daher, ja, würde ich so sagen, insgesamt, ja, eben das würde bedeuten natürlich, dass das Ganze ein volkswirtschaftlicher Riesenschaden für uns ist, weil wir natürlich, wir können auch nächstes Jahr eine Untersterblichkeit erzeugen, verglichen mit dem Winter 2018. Wir können auch übernächstes Jahr eine Untersterblichkeit erzeugen, nur sind wir am Ende, müssen wir alle von 2 Euro am Tag leben, weil wir dann alle pleite sind, weil dann alles kaputt ist. Ja, das können wir. Wir können immer Menschen retten, aber wir können auch jetzt 2 Millionen Euro nehmen, dann rette ich mit dem Geld, rette ich ihnen ganz viele Menschen, ja, und sorge dafür, dass die ein paar Wochen länger leben, ein paar Monate länger leben und so weiter, aber dann ist Deutschland und Europa wirtschaftlich total zerstört, ja. Ja, das war's schon wieder für diese, wo kann ich es nochmal kurz anklicken, für unsere, diese wissenschaftliche Tagesschau heute mit modernerer Technik. Ich hoffe, das war keine Fehlinvestition. Und ja, tschüssi, bis bald.